Schule mal ganz musikalisch bedeutet für uns, dass die Kinder durch Angebote wie zum Beispiel der musikalischen Pause oder dem Ensemblespiel Spaß am gemeinsamen Musizieren entdecken. Wie könnt ihr die Noten lesen? Schwer zu erklären, oder Jonathan? Ich finde es an der musikalischen Pause toll, dass ich den anderen Fragen beantworten kann und sozusagen eine Expertin bin. Und da kann man dann den anderen ein Instrument vorstellen, dass die darüber was lernen und vielleicht wollen die nachher dann auch das Instrument lernen. Erstmal alle. Die Noten haben alle einen Namen. Dem Strichchen. C. Von Anna-Maria und Katharina. Und wir waren bei der musikalischen Pause und da haben wir die Blockflöte und die Querflöte gesehen. Und dann wollten wir auch ins Orchester. Und das hat uns viel Spaß gemacht. Ich gehe auf die Schule GGS Jülich West Kostler und spiele schon seit 4 Jahren Klavier. Hallo, ich heiße Dominik, spiele Sopransaxophon und spiele seit einem Jahr Saxophon. Hallo, ich bin Felix und spiele Fagott 4 Jahre und ich finde es cool beim Orchester die Bassgitarre. Das ist mein kleiner Bruder, der möchte gerne Posaune spielen, der möchte dann auch nachher ins Orchester. Ich bin die Orchesterleiterin des Schulorchesters in Kostler. Das hier sind meine Musiker und ich finde das Musizieren mit euch großartig. Interessant. Cool. Abwechslungsreich. Fantastisch. Toll. Schön. Witze. Musikalisch. Spannend. Cool. Ich bin Daniel und ich spiele Geige. Es macht mir hier sehr Spaß, mit anderen zu spielen. Ich habe erst angefangen, Flöte zu spielen. Dann habe ich gemerkt, dass es mir sehr Spaß macht. Ich spiele auch seit der 3. Klasse hier im Orchester mit. Ich habe extra fürs Orchester mit Gitarre spielen angefangen, weil ich gehört habe, dass es sehr viel Spaß macht. Und ich konnte von Anfang an mitspielen, obwohl ich keinen geraden Ton spielen konnte. Trotzdem hat es Spaß gemacht. Ich bin 15 Jahre alt und ich spiele jetzt seit 8 Jahren Instrument, seit 6 Jahren Oboe. Und ich bin auch schon früher in dem Orchester gewesen und inzwischen ist es für mich so ein Ausgleich, weil ich spiele auch noch im Gymnasium in einem großen Orchester. Und hier in dem Orchester kann ich einfach mehr Verantwortung übernehmen und es ein bisschen ruhiger angehen lassen.